Ich bin unterwegs für den Reisend. Es geht nach Plauen, vorbei an der größten Ziegelsteinbrücke der Welt, die Gölschtalbrücke. Und in Plauen werde ich übernachten auf einem ganz neuen Wohnmobilstellplatz. Da sind wir mittendrin in Plauen. Das da sieht doch nach Parkplatz aus. Ich entdecke die schönsten Ecken von Plauen und wandere mit Alpakas in Reichenbach. Ich bin in Westsachsen unterwegs und fahre direkt nach Plauen. Das ist die größte Stadt im Vogtland. Das liebe ich so am Reisen, wenn man einfach irgendwo so reinstolpert. So eine Straße mag ich ja in der Stadt. Schön breit. Platz für mein Auto. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so ganz easygoing durchzieht, durch die Städte fahrt. Oder ob ihr euch auch sagt, so, ne, lieber übers Land. Aber dieser Wohnmobilstellplatz, der ist ja wirklich mitten in der City. Also das muss ja dann nur ein 5 Minuten Fußweg sein, ins Zentrum. Und das ist natürlich mal echt eine coole Nummer. So, hier sehen wir es schon. Das da sieht doch nach Parkplatz aus. Da ist auch schon das Kassenhäuschen. Toilette. Sehr gut. Riesen Pluspunkt Plauen. So, jetzt gehen wir mal bezahlen, weil dieser Stellplatz hier ist nicht kostenlos. Kostet 15 Euro die Nacht. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen was dazu, wenn man Strom braucht. Was ich krass finde ist, also dieser Stellplatz ist wirklich mitten in der Stadt. Aber eigentlich, wenn man sich hier mal so umguckt, das sieht gar nicht so richtig danach aus, ne? So, dann kaufen wir mal einen Parkschein. 15 Euro. Einen Tag. Okay. So, das Coole ist, man kann mit Karte zahlen. Das liebe ich ja, wenn man bei Wohnmobilstellplätzen selber einchecken kann. Weil dann kann man nämlich auch kommen, wann man will. So, wir haben jetzt hier also einen Parkschein. Und dann haben wir hier noch eine Wertkarte zur kostenlosen Nutzung der Toilette. Katis Vanlife-Traum. Packen wir jetzt ins Auto und dann gehen wir endlich in die Stadt. Ich lieb's ja, wenn Städte so kleine grüne Flecken haben. Und die gibt's hier in Plauen. Das hier ist das Flussbett von der Weißen Elster. Und ich laufe hier gerade über die alte Elsterbrücke. Ach, die zwei Männers hier. Die stehen überall hier in der Bahnhofsstraße in Plauen. Und ich finde, die passen doch auch noch ins Jahr 2022 recht gut. So niedlich, wie der hier aussieht. Oh, sowas hier ist auch cool. Alice Bücherkiste, falls ihr euer Buch vergessen habt, wenn ihr hier in Plauen Urlaub macht. Sowas finde ich immer ganz cool. Das erinnert mich immer an Hostels, wenn man so weltweit mit Backpack unterwegs ist. Da gibt es auch die Tradition, dass man sein Buch dann immer da lässt, wenn man es fertig hat und sich dann ein neues mitnehmen kann. Da habe ich auch schon die coolsten Bücher gelesen auf Reisen. Plauen ohne Spitze ist nix. Deswegen gucken wir sie uns jetzt an hier, die legendäre Plauener Spitze, für die die Stadt ja wirklich auch europaweit bekannt ist. Aber ich habe gehört, dass es mittlerweile schon so ist, dass diese Spitze auch ganz modern umgesetzt wird. Kann man in die Handtasche stopfen, knittert nicht, wieder rausnehmen, Maschinenwäsche. Also es hat auch seine praktischen Vorteile. Die Farbe haben sie ja schon mal passend jetzt ausgesucht. Mit Kennerblick. Ich hätte lieber einen Ohrring. Und, könnte man so rausgehen? Naja, hier kann man schön rumgucken, ob man nicht doch noch was findet aus echter Plauener Spitze. Diese technischen Sachen, das ist ja schon wirklich spannend, weil wenn man diese riesige Maschine hier sieht, kann man sich jetzt nicht vorstellen, ne, dass sowas ganz Filigranes dann dabei rauskommt. Ja, das sind ganz hochpräzise Textilmaschinen, die man in seiner Wirkweise auch 100 Jahre später nicht revolutioniert hat. Also das hier kenne ich aus dem Vanlife. Ich glaube, das ist ja zwar kein Traumfänger, aber die richtigen Vanlifer haben auch immer alle Traumfänger in ihren Autos. Und das finde ich auch richtig cool.
war doch jetzt echt mal spannend. Ich dachte, ich gehe einfach in ein Geschäft mit der legendären Plauener Spitze. Und dann war das ein ganzes Museum mit einer echten Stickmaschine. Und was ich auch so toll daran finde, ist, wenn Menschen einfach dafür leben und der Herr Reinhardt das Leuchten in seinen Augen bekommt, wenn er über sein Produkt redet. Schon cool? Das ist der Altmarkt mit einem der Wahrzeichen der Stadt, das Rathaus. Auffällig ist natürlich dieser schöne Renaissance-Giebel und die Uhr. Die sieht wirklich ganz besonders aus mit den zwei goldenen Löwen und darunter noch diese zwei Figuren, die dann immer die Stunde schlagen. Ich bin jetzt am Bärensteinturm. Plauen ist ja eben ein bisschen hügelig und deswegen gibt es hier eine super Aussichtsplattform. Man muss allerdings 135 Stufen dafür hoch. Für mich ist es ja auch easy mit meinem kleinen Handy hier. Und wie ist für euch? Geht's noch? Ja. Ist ja nichts umsonst im Leben, ne? Das ist doch geil, sieht man wirklich die ganze Stadt, ne? Auch cool da unten mit den Villen, ne? Süß. Ich finde, so von oben wirkt Plauen doch recht beschaulich. Und ich finde auch in der Stadt ist so ein bisschen trubelig, ne? Da fühlt sich eigentlich gar nicht so klein an. Also ich bin doch in eine kleine Hursche gekommen. Manchmal regnet es eben auch. Aber für mich ist es eigentlich das perfekte Timing, weil ich habe auch so ein kleines Hüngerchen. Es gibt ja hier eine Menge tolle Einkehrmöglichkeiten in der Stadt, aber das hier ist ja genau mein Geschmack. Ne? Das ist eine Patisserie, klein und fein. Und da kriege ich bestimmt einen guten Kaffee. Und was Süßes. Lecker. Kommt das denn gut an hier in Plauen? Weil das ist ja jetzt nicht so richtig vogtländisch, ne? Nee, es ist ja doch mal was ganz anderes. aber es kommt gut an. Also am Anfang hatten wir ein bisschen unsere Schwierigkeiten, auch weil wir hier ein bisschen versteckt sind von der Lage her. Ja. Und es dauert natürlich seine Zeit, bis sich das rumgesprochen hat, ne? Und alle so ein bisschen wissen, dass es uns gibt und was wir machen. Und wie kommt diese Frankreich-Liebe zustande? Es ist halt nicht so was typisch Deutsches, was so ein bisschen ja, trist in der Theke aussieht, sondern es ist halt ja, nicht nur was für den Gaumen, sondern auch was fürs Auge gleichzeitig. Mhm. Ne? Und das hat mir einfach schon immer besser gefallen. Es wird mich stärken, damit ich noch ein bisschen mir Plauen angucken kann. Hier an der Stelle wollte ich euch noch was Cooles zeigen, was ich eben entdeckt habe. Das ist so ein bisschen so ein Vanlife-Hack. Hier gibt es nämlich eine Trinkwasserstelle, eine offizielle. Da kann man die Trinkflasche auffüllen. Mal gucken, ob das auch gut schmeckt. Hm. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ehrlich gesagt, dass in Plauen die ersten Massendemonstrationen schon zwei Tage vor der Friedlichen Revolution in Leipzig waren. Und deswegen wurde hier dieses Wendedenkmal errichtet. Und hier ist noch was anderes Spannendes, worauf ich mich schon ein bisschen gefreut habe. Wenn man nämlich wirklich ein bisschen tiefer einsteigen will in die Materie, gibt es einen Stadtführer, der über QR-Codes funktioniert. Aber das ist spannend. Auch nicht zu viel Text. Super cool. Und hier unten sieht man sogar noch die ganzen anderen Haltepunkte für die Stadttour mit QR-Code. Ach, da waren wir doch auch schon. Alte Elsterbrücke, Weberhäuser, Altmarkt, altes Rathaus.
Ganz einfach, braucht man nur ein Handy. Der Trip war echt cool hier in der Stadt, weil es gibt wirklich eine Menge zu sehen. Es gibt gutes Essen, guten Kaffee. So langsam habe ich ja ein bisschen schwere Beine von den ganzen Schritten und Höhenmetern, die ich hier in Plauen unterwegs war. Ich habe hier echt viel gesehen in der Stadt. Hier gibt es auch eine Menge zu sehen. Aber jetzt fahre ich in die Natur und zwar zu den Alpakas. Da freue ich mich auch besonders drauf. Ich glaube, ich muss mich auch so ein ganz bisschen entspannen jetzt hier nach dem City Life. Wie ist das bei euch? Schlaft ihr lieber in der Stadt? Weil ich meine, da hat man alles vor der Tür, ne? Sehr coole Sehenswürdigkeiten, es gibt was zu essen. Oder fahrt ihr lieber in die Natur? Da hat man Ruhe. Aber da muss man natürlich ganz gut vorbereitet sein. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ich fahre jetzt los. Tschüss, Plauen! Ganz vorsichtig ein bisschen näher, okay? Damit wir uns aneinander gewöhnen. Die sind so flauschig. Die fühlen sich auch so an, wie sie aussehen. Und so nett irgendwie. Also ich bin schon richtig, richtig entspannt. Das kann ich nur empfehlen hier. Von Plauen brauchen Bobby und ich so 35 Minuten bis nach Reichenbach. Und hier erwartet mich eine Überraschung. So, hier haben wir den schönen Übernachtungswürfel, wo du heute Nacht schlafen darfst. Geil! Ist total schön, gemütlich. Wie ein Zelt, nur viereckig, ne? Genau, und stabil. Windsicher, regensicher. Ich mach dir das einmal auf. Ist es sehr kalt? Geht. Es geht. Es sind auch warme Decken drin. Oh, was haben wir hier? Ah ja, guck mal. Erklärt sich ja hier. Genau. Cool. Du kannst nach allen drei Seiten rausgucken, nach oben gucken. Du siehst direkt die Alpakas. Ja. Du kannst total entspannen. Oh. Weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst, ne? Ja. In die Sterne, auf die Alpakas. Oh, das ist ja ein Traum hier. Genau. Das ist ja ein Traum. Auch voll romantisch zu zweit. Und man kann sich total ins Bett fallen lassen, ne? Es ist total weich. Ja. Cool. Und wenn es warm ist, so warme Nächte, hat man ja hier sogar noch so Mücken. Genau, Mückenschutz ist dabei, Licht ist drin. Hammer. Schränke zum Verstauen. Mann, das wird ja eine spannende Nacht. Praktisch. Richtig spannende Nacht wird das. Ja. Top, freue ich mich. Miriam und Tobias sind so gute Gastgeber, die haben sogar schon ein Lagerfeuer vorbereitet. Oh, ein richtiger Schwenkgrill, ey. Also Lagerfeuer-Romantik, das hat schon was, ne? Ist mega, vor allem jetzt, ne? In der Jahreszeit noch. Jetzt und dann hier mit den Alpakas im Hintergrund. Das ist schon echt genial mit den Alpakas hier. Und die Sonne geht dann meistens hier unter. Das ist toll, die Alpakas kommen dann auch oft ran. Ja? Doch. Abends, ne, sind sie schon zutraulich, gucken und beobachten uns und beschützen uns auch. Was haben die noch so für Eigenschaften? Ja, Alpakas an sich, ne, das sind verschiedene Sachen. Das ist einmal so ein Therapietier, ne, weil es so ausgeglichen ist. Und dann die Wolle, ne? Also ist eine der besten Fasern überhaupt weltweit, die es gibt. Kratzt halt weniger und sehr temperaturausgleichend. Ich bin fertig, weil ich habe hier ein himmlisches Bettchen mit Aussicht. Oh. Gute Nacht. Guten Morgen. Hammer. Also so ein Schlafcube mitten im Grün und trotzdem ist man ja irgendwie drin und geschützt in so einer Höhle, aus der man komplett rausgucken kann in die Sterne und morgens ins Grüne. Also wer Natur mag, der kriegt hier, glaube ich, alles. Da brauche ich fast keinen Kaffee und das will was heißen. Ich freue mich schon, dass ich heute gleich mit denen noch wandern gehen darf. Wobei ich gehört habe, sie sind manchmal ein bisschen störrisch. Deswegen werde ich mich jetzt schon mal ein bisschen einschleimen. Falls auf sie einreden funktioniert als einschleimen. So.
So, hier sind unsere Alpakas, unsere Jungs. Das sind nur Boys, ja, hier. Du siehst, sie sind relativ neugierig. Wie schön, ja, dass sie schon so nah kommen hier. Sind zwar Fluchttiere, aber trotzdem kommen die. Das sind ängstlich und neugierig, ist beides, ne? Die beißen auch nicht, ne? Viele haben Angst oder so. Aber wir lassen die auch teilweise die Leute füttern, die beißen wirklich nichts ab. Muss ich noch irgendwas wissen vorher, bevor wir losziehen? Oder können wir das alles unterwegs erklären? Die können austreten. Also am Popo, am Hintern muss man aufpassen. Okay. Nicht zu nah rankommen, auch nicht am Po streicheln oder so. Auch die Leine nicht ranhalten oder irgendwie. Es gibt auch so einen Mythos, damit, ne? Was machen Lamas und Alpakas gerne? Spucken. Spucken, ne? Die Frage kommt öfters bei uns. Es ist bei uns so, dass das Lama nie spuckt, ne? Also ganz, ganz selten. Und die Alpakas spucken auch eigentlich auch nicht, ne? Also da brauchst du auch keine Angst haben. So, wir haben sie. Genau, ich gebe dir mal einen, oder? Super. Das ist er, Sando. Der Sando. Den kann man halt alles machen, ne? Den kann man auch mal auf den Kopf streicheln oder so. Der mag alles. Ja? Das heißt, der hat jetzt auch keine Angst vor mir. Ich will ihn ja nicht quälen. Nee, der hatte ich ja schon angesehen, der will ja zu dir. Na? Wenn du ihn auch möchtest. Ja, na klar. Du nimmst die Leine ganz, du kannst sie ganz normal in der Hand nehmen und mit der zweiten Hand kannst du die Länge ein bisschen variieren. Mhm. Zu kurz führen, das wollen sie nicht, ne? Also er kann schon ein bisschen Abstand bekommen oder lässt ihn komplett lang. Vorne weg läuft immer ein Lama und dahinter folgen brav die anderen Alpakas und wir. Ich spüre das schon ein bisschen, man wird irgendwie so sanft, man guckt dir ins Gesicht. Ist es nur das oder? Das sind verschiedene Gründe, ne? Erstens ist es ja wirklich ein gemütliches, schönes Tier, ne? Die Augen verzaubern einen auch, die großen, ja, Augen. Das finden viele ja extrem niedlich auch, ne? Und dann ist es so, dass die ein ausgeglichenes Wesen haben. Also sie können sich auf die Menschen einstellen. Wir merken das oft, wenn Wanderungen sind. Du hast zum Beispiel eine Schulklasse, die relativ hektisch sind, ne? Oder auch Menschen, die noch frisch von der Arbeit kommen, aufgeregt sind, da sind die Tiere erstmal auch noch aufgeregt und die passen sich aber den Menschen an und die holen den aber runter, also die fahren Stück für Stück runter. Mhm. Das siehst du ja hier, die machen ja auch keinen Stress, die machen ja alles mit, was du willst, ne? Ich glaube, wir sind schon ganz gute Freunde geworden, oder? Ja. Der Sando wirkt total tiefenentspannt. Das sieht gut aus. Ich auch. Also, ich verstehe ja die Liebe, ne? Zu diesen besonderen Tieren, aber wie kommt man denn zu Alpakas, wenn man hier im Vogtland lebt? Ja, wir haben sie im Urlaub gesehen, ja, ne? Auf einer Weide und haben die nur beobachtet und haben uns sofort verliebt. Also wahrscheinlich einfach so vom Beobachten, diese Entspannung, diese Ruhe, die ausstrahlen. Ne? Ja. Es war auch so ein bisschen eine Schnapsidee dabei, das kennt ja jeder. Ne? Also wir haben die Tiere gesehen, dann abends im Urlaub noch schön was essen gehen, noch ein Bierchen, ja, und einen kurzen. Und dann, ey, wir machen das jetzt einfach. Ne? Wirklich im selben Urlaub noch geschaut. Wo gibt es die Tiere? Gibt es die in Deutschland zu kaufen? Was brauchst du für Voraussetzungen? Und kaum waren wir zu Hause, sind wir losgereist. Ne? Und dann war das im Juli gesehen, im September die ersten Tiere auf der Weide. Ich fühle mich relaxed. Hat's dir gefallen? Sehr. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja. Aber den Jungs hat's auch gefallen mit dir. Ja, oder? Das war ganz, ganz cool hier. Ne? Danke, dass ich das miterleben durfte und ne, wir sehen uns. Hat's gefreut, dass du da warst. Genau. Ein Tag mit meinem Van in der Stadt und dann noch ein Tag mit den Alpakas hier in der wunderschönen vogtländischen Natur. Also ehrlich gesagt, das zweite ist ja noch so ein bisschen mehr mein Ding. Aber wenn ihr hier seid und ihr habt nur ein Wochenende Zeit, dann guckt euch auf jeden Fall auch Plauen an, weil da gibt es so viel zu erleben und es gibt auch sehr gutes Essen dort. Das war Hinreisend aus Plauen und dem Vogtland. Und wenn ihr einen der schönsten Seen in der Nähe von Leipzig kennenlernen wollt, dann checkt mal mein Video hier vom Schladitzer See. Ich war auch Mountainbiken im Erzgebirge. Das verlinke ich euch hier. Und ich freue mich sehr, wenn ihr uns ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert.